Bis zum 20. April geht das jetzt noch so, mindestens. Bis zum 20. April sollen und müssen wir zu Hause bleiben. Das ist eine Situation, die ist nicht ohne. Wir müssen vieles neu lernen, um das Coronavirus und die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wir müssen zu Hause bleiben, wir müssen lernen, unseren Alltag neu zu strukturieren. Wir dürfen keine Freunde treffen, vielleicht sogar müssen wir unsere Beziehungen retten. Und den einen oder anderen dürften in dieser Zeit auch Existenzängste plagen. Das ist eine Ausnahmesituation, die uns psychisch durchaus mitnehmen kann. Wie wir psychisch stabil durch die Corona-Krise kommen und wie wir vielleicht sogar den ein oder anderen positiven Aspekt daraus ziehen können, das wollen wir in der nächsten halben Stunde besprechen. Der Kollege Christian Matz und ich begrüßen Sie wieder und wir freuen uns, dass Professor Klaus Lieb bei uns ist, der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Mainzer Unimedizin, und gleichzeitig leiten Sie, Herr Lieb, das Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Jetzt müssen Sie uns verraten, warum Resilienz im Moment das Stich- und Zauberwort ist und was es damit auf sich hat. Ja, ist sicher ein großes Thema. Wir haben ja 2014 das Resilienzzentrum gegründet, das jetzt in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen wurde. Und Resilienz ist die Fähigkeit, mit Stresssituationen so umzugehen, dass man nicht psychisch krank wird. Also die psychische Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, unter Belastung gesund zu bleiben. Und das ist natürlich jetzt ein besonderes Thema. Wir haben hier eigentlich einen deutschlandweiten Stresstest. Und insofern sind wir auch gefragt als Leibniz-Institut für Resilienzforschung und haben auch deswegen einiges schon für die Bevölkerung getan. Also wir haben auf unserer Homepage einige Informationen gestellt, die können Sie leicht finden. Da finden wir zum Beispiel häufig gestellte Fragen und Antworten dazu, aber auch Tipps, wie man jetzt mit der Situation umgehen kann. Und auch ganz wichtig, eine Befragung haben wir aufgesetzt, wo also jeder Bürger teilnehmen kann, wie die psychische Belastungsfähigkeit, aber auch die Ressourcen, also die Fähigkeiten, damit umzugehen, bestellt sind. Und das erforschen wir. Also insofern haben wir recht viel zu tun aktuell. Das können wir uns vorstellen. Wenn Sie ganz konkrete Fragen an Professor Lieb haben, dann schreiben Sie die gerne unter unseren Livestream in den Chat. Wir probieren die ein oder andere im Nachgang noch zu beantworten. Herr Professor Lieb, wir haben seit Wochen massive Ausgangsbeschränkungen. Es ist noch völlig offen, wie lange es jetzt so weitergeht. 20. April ist ein mögliches Datum. Es kann sein, dass es auch noch Wochen weitergeht. Ich denke, jeder fragt sich in der jetzigen Zeit, wie geht es weiter, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das persönlich in der Familie, im Beruf. Frage an Sie, wie wollen Sie es denn schaffen? Vielleicht können wir uns da ja was schon abschauen. Ja, da habe ich sicher etwas, glaube ich, relativ gute Ausgangsvoraussetzungen, weil ich natürlich zum Beispiel auch jetzt als Arzt einen sicheren Job habe, eine finanzielle Sicherheit habe. Und das unterscheidet sich sicher auch von vielen anderen Menschen, die gerade jetzt in der Krise da erhebliche Schwierigkeiten haben finanziell. Deswegen ist es auch eine ganz gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich denke aber, dass grundsätzlich, und da werden wir ja noch dazu kommen, also grundsätzlich ist eigentlich die Fähigkeit in den Menschen schon verankert, mit Stress, mit Belastung umzugehen. Ja, die meisten Menschen können das schon gut bewältigen und das können wir uns ja gleich nochmal anschauen, was da die Faktoren sind. Also wenn eins derzeit sicher ist, dann ja, dass wir in einer Zeit der ganz großen Unsicherheit leben, zur Sorge um die Gesundheit. Herr Voss hat es gesagt, kommen auch Existenzängste. So etwas wie jetzt hat noch niemand erlebt. Im Krieg kennen die wenigsten zum Glück. Überfordert uns das persönlich als Gesellschaft? Also eine Existenzsorge kann natürlich schon ganz erheblich sein. Also und da habe ich auch sehr hohen Respekt davor. Also wir haben das 2008 in der Weltwirtschaftskrise gesehen, dass eben da die finanziellen Schwierigkeiten dann dazu geführt haben, dass auch mehr Menschen dann auch psychisch erkrankt sind in der Folge. Und das müssen wir sehr gut sicher im Auge behalten. Grundsätzlich ist etwas Positives zurückschauen zu können und sich zu erinnern, welche Krisen hat man eigentlich mal überwunden. Also wie ist es mir eigentlich gelungen, früher mal in der Situation zurechtzukommen. Das kann zum Beispiel eine Trennungssituation sein, wo man sich danach sehr einsam gefühlt hat. Wie habe ich das zum Beispiel überwunden? Das kann einem heute helfen. Oder wenn ich Schwierigkeiten im Beruf hatte oder mit der Firma hatte und das damals überwunden hat, dann kann es positiv sein. Wir haben in unseren aktuellen Untersuchungen gesehen, dass die jüngeren Menschen eher sich weniger widerstandsfähig und resilient sehen, jetzt aktuell in der Situation, als normalerweise, während die Älteren eher tendieren, also über 60 Jahre eher sich resilienter zu fühlen, also der Sache gewappnet zu sein, und haben eben auch Hinweise dafür, dass sie sagen, ja gut, wir haben ja schon den Krieg oder die Nachwehen des Kriegs erlebt und deswegen sind wir auch gut aufgestellt, deswegen fühlen wir uns stark und gewappnet.
Und das ist sicher erstmal was Positives, ja, wenn man diese Selbstwirksamkeitserwartung hat, also wenn man davon überzeugt ist, also ich werde das auch schaffen mit der Situation, dann ist es sicher auch ein guter Faktor, der es einem auch tatsächlich ermöglicht. Wir haben aber auch gesehen, dass es auch ein Risiko sein kann. Ja, wenn man sich also stark und sicher und unverletzlich fühlt, kann das auch ein Risikoverhalten mit sich bringen, dass man dann eben sagt, oh, ich schaue eben nicht so genau nach, wie ich mich schütze oder wie ich andere schütze. Und das haben wir auch gesehen, dass Ältere dann häufig sagen, ja, was soll uns das Virus jetzt antun? Wir haben schon ganz andere Sachen erlebt und das ist der falsche Ansatz. Also wir müssen wirklich diese Corona-Virus-Krise wirklich sehr ernst nehmen. Und jeder ist gefragt, und auch die, die sich resilient und sicher fühlen, sind genauso gefragt und müssen dafür sorgen, dass wir alle gut durch die Krise durchkommen. Ja, also gut ist, wenn man schon eine gewisse Widerstandsfähigkeit hat. Bei Ihnen setze ich das voraus, von Berufs wegen. Sie haben die Älteren angesprochen, die sagen, was soll das Virus, sieht keiner. Ich habe schon Schlimmeres überlebt und erlebt und überlebt. Sie haben auch die Jüngeren angesprochen. Jetzt muss es ja aber schnell gehen. Also Sie haben gesagt, zurückblicken auf Krisen, die man schon gemeistert hat. Das hilft aber momentan vielleicht in der derzeitigen Situation nicht, hilft nicht wirklich weiter, weil die Dinge stürzen ja auf uns ein. Man kann es ja kaum noch verarbeiten. Was hilft denn jetzt kurzfristig, um damit umzugehen? Also mit den Gefühlen, die da auftreten, kann man umgehen. Also natürlich treten jetzt Gefühle wie Angst auf. Es treten Gefühle der Traurigkeit auf, ja, also man hat Einsamkeitsgefühle, zum Beispiel, wenn man in Quarantäne ist, also sehr viele negative Gefühle und ich glaube, da ist erstmal wichtig, dass man diese Gefühle auch erstmal akzeptiert und zulässt, ja, also dass man auch sagt, in solchen Situationen, ja, sind solche Gefühle normale Reaktionen. Ja, und wenn Sie zu Hause in der Familie eben jetzt im Homeschooling und Homeoffice und plötzlich alle zusammensitzen, die sonst eben in die Schulen und Berufsplätze gehen, dann sind solche Spannungen auch ganz normal. Und das muss man, glaube ich, erstmal auch so akzeptieren und annehmen. Gleichzeitig sollte man auch bei den negativen Emotionen nicht bleiben, ja, sondern man sollte auch den Blick wenden, also positive Aspekte sehen und insbesondere auch positive Emotionen induzieren. Also das kann man auch ganz bewusst machen. Ja. Sie können natürlich zum Beispiel auch positive Erlebnisse, positive Gefühle ganz bewusst herstellen, ja, indem Sie zum Beispiel ein Buch sich vornehmen, was Sie schon immer mal lesen wollten, oder wenn Sie eine schöne Musik hören oder auch ein schönes Gespräch führen oder mit der Familie Dinge, soweit es geht, eben zusammen zu machen, mal wieder ein Spiel zu machen, was man vielleicht mit der Familie lang nicht gemacht hat. Also Sie können diese positiven Emotionen herstellen. Aber lassen Sie mich auch noch einen anderen Aspekt auch noch erwähnen, und zwar, dass wir natürlich auch mit dem Blick haben müssen, und das sage ich jetzt als Psychiater und Leiter einer der Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, dass wir natürlich auch Fälle haben, wo dann die Menschen aufgrund der finanziellen Probleme, ja, vielleicht auch dann noch mit privaten und partnerschaftlichen Problemen zusammen, dann auch in Verzweiflungssituationen zu kommen. Und da ist einfach wichtig, da gibt es auch Hilfe. Und wenn man solche Gefühle des Lebensüberdrusses, der Verzweiflung hat und nicht mehr weiter weiß, dann ist auch sehr wichtig, dass man sich dann an die zuständigen Stellen wendet. Also Telefonseelsorge kann das sein, aber auch zum Beispiel dann der ärztliche Bereitschaft sind oder wenn es ganz akut ist, also ganz, wenn man Suizidgedanken zum Beispiel hat, also nicht mehr leben möchte, dass man sich auch wirklich dann Hilfe sucht. Ja, man kann da Hilfe, können wir wirklich liefern und man kann solche Krisen auch überwinden. Aber es ist auch wichtig, dass die Menschen sich melden. Sie haben positive Techniken angesprochen, um positive Erlebnisse zu wecken, quasi das Buch zu lesen, das man immer lesen möchte, das Spiel zu spielen, das man eigentlich spielen wollte. Wenn man so die ersten Wochen beobachtet hat, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute positive Gefühle vor allem daraus gezogen haben, endlich mal die Wohnung zu renovieren, wenn man den Anspruch und schon auf die Baumärkte richtig. Genau, das ist schon sehr resilientes auch okay Verhalten. Dann für Sie, ja. Sehr resilientes Verhalten, ja, dass man dann eben sagt, okay, ich mache dann auch das Beste aus der Situation, ja, und mache plötzlich mal was, was ich mir schon immer vorgenommen habe. Das sehen wir ja an vielen Stellen, ja, auch bei in meiner Klinik gehen plötzlich Dinge, habe ich mir Monate, Jahre lang den Mund fusselig geredet und jetzt plötzlich bieten wir Videotherapien an oder haben
ganz andere IT-Möglichkeiten und also da kann viel Positives entstehen. Hilft es auch auf Strecke, weil wir müssen jetzt damit rechnen. Sie haben gesagt, es hilft, die Gefühle anzusprechen. Wenn ich mir jetzt die Familie vorstelle, die täglich ihre Gefühle anspricht, die haben täglich Krach. Was hilft da auf Strecke? Wie muss man da mit Rückschlägen umgehen? Ja, also ich glaube, ganz wichtig so für die Familien und das betonen wir ja auch bei jeder Gelegenheit, ist wirklich diese Routinen einzurichten. Ja, es ist, wir sehen das auch schon aus früheren Untersuchungen, dass Homeoffice einfach wirklich für viele ganz schwierig ist. Ja, weil dann viele Strukturen wegfallen, also die Struktur zum Beispiel, dass man sich regelmäßig Pause macht, dass man sich mit Kollegen trifft und so weiter, also dass man dann mal einen Kaffee gemeinsam trifft und auch sozial eben zusammenhält. Und es ist so wichtig, dann diese Routinen zu haben, ja, also auch dann, wenn alle zu Hause sind, wirklich fest zu sagen, wir essen da und dann, da machen wir Freizeit, da schauen wir einen Film an, da machen wir Sport und zum Beispiel auch so einfache Dinge wie eben, dass man eben nicht in Verhaltensweisen jetzt der Stressregulation fällt, die dysfunktional sind, sagen wir, also die nicht förderlich sind, dass man zum Beispiel vermehrt Alkohol trinkt oder vermehrt raucht, ja, oder dann nur eben Fernsehen schaut oder sich überhaupt nicht mehr bewegt, das wären die falschen, also oder ungünstigen Verhaltensweisen, die natürlich solche negativen Zustände eher noch verstärken können. Deswegen denke ich, ist ganz wichtig, dass man diese Routinen jetzt auch einübt, dass man sich aber auch Zeit lässt, ja, also dass man jetzt nicht zu viel da erwartet in der ersten Zeit, sondern dass man auch gemeinsam miteinander Geduld hat, bis sich das einspielt. Wir als Medienschaffende, wir berichten ja fast nur noch über Corona, aber auch als Nachrichtennutzer, es gibt ja fast nichts mehr anderes, man kann dem Thema nicht aus dem Weg gehen. Ja. Drüber reden hilft jetzt schon mal, habe ich jetzt schon mal gelernt, wie wichtig sind denn Pausen? Als Beispiel, ich habe im Freundeskreis vor einer Woche zum ersten Mal seit vielen Jahren ein Vierer-Chat oder ein Fünfer-Chat per Skype hinbekommen. Eine schöne Flucht aus dem Alltag. Wir haben tatsächlich dann 2 Stunden vor allem über Corona gesprochen. Also man kann dem Thema ja nicht entgehen. Gut, wie schafft man das? Das ist natürlich auch jetzt nichts, was jetzt grundsätzlich schlecht ist. Also ich denke, dass natürlich ganz naheliegend dann das Thema auch dann besprochen wird, wenn man dann chattet zusammen. Das ist auch ganz normal. Ich denke auch, dass man auch dann jeweils auch wieder Tipps bekommt, wie man da vielleicht besser mit umgeht und mit seinen Sorgen auch mal teilen kann. Also diese Solidarität und das Zusammenkommen, also die soziale Unterstützung, die wir jetzt an ganz vielen Stellen sehen, die ja dann gar nicht so im direkten Kontakt sein muss, sondern eben auch mit Skype und allen möglichen modernen Möglichkeiten, ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, und das sehen wir, das ist ja auch sehr positiv. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, mit den Informationen sehr gut und bewusst umzugehen. Das muss jeder ein bisschen für sich selber herausfinden, aber ich glaube, es ist wirklich absolut ausreichend, sich 2x am Tag über die aktuelle Situation zu informieren. Die Tageszeitung. Im Smartphone-Zeitalter, wo man ständig. Also auf keinen Fall jetzt immer ständig die News lesen, wie viel Tote und wann, wie war es und so. Das erhöht nur sozusagen dieses negative Arousal-Gefühl und führt nur dazu, dass man eigentlich aus dem Film gar nicht mehr rauskommt. Dann hat man sehr viel schwerer, positive Aspekte der Situation abzugewinnen. Also mit Informationen wirklich sehr gut haushalten. Ich würde wirklich sagen, morgens, abends, damit man einfach auf dem Laufenden ist, gibt es irgendwie neue Kontaktregeln oder sonst irgendwas. Das ist einfach wichtig. Also informieren muss man sich, also nicht den Kopf in den Sand stecken, aber auch nicht die ganze Zeit dran sein. Das Zweite ist, nicht auf diese unbestätigten Meldungen eingehen oder die gar weiterleiten, was also nicht von öffentlichen Stellen, Fake News, also was auf öffentlichen Stellen nicht wirklich auch verifiziert und an mehreren Stellen steht, beim Robert-Koch-Institut oder beim Bundesgesundheitsministerium oder hier in den Landesgesundheitsministerien, die alle einen sehr guten Job machen in der Krisenbewältigung, dass man da wirklich, wenn man das nicht dort findet und das bestätigt ist, dass man es auch nicht weiterleitet. Ja. Und deswegen empfehle ich einfach sparsam damit umzugehen, um sich nicht ständig zu stressen damit. Ganz platt gesagt, die Krise als Chance. Auch wenn es momentan schwerfällt, welche positiven Dinge können wir denn der Krise abgewinnen? Wenn geregelt ist, dass die finanziellen Folgen dann für Mittelständler oder Kleinunternehmer oder Kleinstunternehmer, dass das gut aufgefangen wird. Ja, das wäre für mich so eine ganz wichtige Voraussetzung, denke ich, für auch psychische Stabilität. Mhm. So denke ich schon, dass man so eine Zeit lang auch mal mit einer Kontaktsperre dann auch sehr gut bewältigen kann als Gesellschaft. Da gehe ich eigentlich schon davon aus. Ich denke, dass es individuell
solche Krisensituationen auch Chancen haben. Also man kann eben vielleicht auch nochmal den Blick hinwenden auf das, was vielleicht das Leben sonst noch hat, außer vielleicht der gewissen Schnelllebigkeit. Ja, wir haben ja auch ein sehr aufgeheiztes und schnelles Betriebssystem. Jetzt wird man plötzlich irgendwie zurückgefahren, muss innehalten, fängt plötzlich mal an, so nachzudenken, was sind eigentlich die Prioritäten, auf was kommt es eigentlich an? Und das kann, glaube ich, für jeden selber auch so ein ganz positiver Aha-Effekt sein. Zum Beispiel in Familien, dass die plötzlich mal feststellen, oh, seit 2 Jahren haben wir eigentlich mit der Tochter oder dem Sohn eigentlich schon gar kein Gespräch mehr geführt. Aber jetzt plötzlich fangen wir da wieder an, was Positives zu sehen. Also individuell gibt es, glaube ich, viele positive Dinge. Aber auch, wenn man jetzt gesellschaftlich schaut, also mal den Blick jetzt zu wenden und zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Beschränkung unserer Bewegungsfreiheit, aber wir sehen jetzt eigentlich, wie gut es eigentlich uns geht in Europa, ja, wo wir die Grenzen, wo wir eigentlich keine Grenzen haben, wir können uns frei bewegen. Ja, wenn die Bundeskanzlerin hat gesagt, dass sie als in der DDR aufgewachsen hat, eigentlich gesehen, was das für eine Freiheit ist, und plötzlich wird die jetzt eingeschränkt. Also dann plötzlich auch mal zu sehen, in so einer Demokratie zu leben, in Europa zu leben, in solchen Verhältnissen, ist was, wo man dankbar sein kann und wo man auch sehr hohen Wert einschätzen kann. Und ich denke, dass auch dann so Themen wie Solidarität, soziale Ungleichheit dann auch wieder kommen wird, dass man das diskutieren wird. Ja? Also wie wollen wir eigentlich in Zukunft auch mit den Ungerechtigkeiten umgehen? Also zum Beispiel auch im Gesundheitssystem, ja, unterschiedliche Finanzierung von privat und gesetzlich Versicherten. Ja? Das spielt jetzt keine Rolle. Ja? Corona ist plötzlich, sind irgendwie alle gleich und da diskutiert niemand, ob der Privatpatient auf die Intensivstation kommt. Also das sind alles Themen, die sich positiv verändern können. Und dann die Sachen wie plötzlich, also dass man IT-technisch einiges neu jetzt regelt und macht und Entwicklungen kommen, die lang gebraucht haben. Ja, im Schulbereich sind sehr viele positive Entwicklungen zu sehen und viele kommen ganz, ganz toll damit zurecht und das ist gut aufgestellt. Und also ich denke, dass da viele positive Aspekte dabei sind. Ja. Auf was freuen Sie sich denn am meisten, wenn es endlich mal vorbei ist? Hoffentlich. Also ich glaube, dass alle Menschen als soziale Wesen sich darauf freuen, dann auch eben wieder unbeschwert draußen zu sitzen und zusammenzusitzen und das genießen. Also ich denke auch, dass ich dann ein Post-Corona-Fest mache und viele Freunde einlade. Also da freue ich mich drauf. Da freuen wir uns auch, ja. Professor Lieb, wir haben ein paar Fragen von unseren Zuschauern gesammelt. Ja. Vorweg würde ich Sie ganz gerne noch fragen. Sie haben gesagt, wenn man wirklich merkt, es geht einem nicht gut, es geht einem an die Psyche, sollte man sich auch professionelle Hilfe suchen. Ja. Wann ist denn der Zeitpunkt erreicht? Wo und wann merke ich denn, ich sollte mich jetzt wirklich in Behandlung geben oder zumindest mal entsprechende Stellen kontaktieren? Also das ist ja einmal, also bei Menschen, die jetzt psychisch krank sind, schon in der, also die schon eine Krankengeschichte haben mit einer psychischen Erkrankung, die werden natürlich das einerseits, glaube ich, also in der Regel sehr gut merken können, ja, wenn dann wieder so Frühwarnzeichen auftreten. Also ich glaube, so für jemanden, der jetzt vielleicht neu in so eine Depression reinrutscht, ja, das ist ja schon so ein chronischer Stresszustand, der da entstehen kann und der dann das Risiko erhöht, dann auch eine Depression zum Beispiel zu entwickeln. Da ist es eben, wäre es, glaube ich, also sind bleibende Schlafstörungen, sehr grüblerische Gedanken, die sich immer wieder um die Themen drehen, also Verzweiflung, negative Gedanken über die Zukunft, Hoffnungslosigkeit. Und wenn das dann so eine Dynamik oder Entwicklung hat, nimmt, dass eben dann auch eine Verzweiflung da ist. Ja? Und so Gedanken einschießen, oh, das wäre besser, wenn ich gar nicht mehr da wäre oder so. Und am liebsten jetzt einfach einschlafen oder so. Wenn solche Gedanken auftreten, dann muss man schon versuchen, professionelle Hilfe über die Stellen, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, dann anzugehen. Sprich, erstmal meinen behandelten Arzt, aber auch zum Beispiel, in Richtung Telefonseelsorge oder Bereitschaftsdienst. Genau, Bereitschaftsdienst, in Akutfällen dann auch Polizei und Rettungsdienste oder so, aber primär wird man natürlich erstmal zum Hausarzt gehen oder in die Bereitschaftsdienststellen. Mhm. Wir haben in die Richtung digitale Sprechstunden, auch Telefonsprechstunden noch ein paar Fragen bekommen. Sie haben ja auch schon angesprochen, dass bei Ihnen in den Instituten und in der Klinik Dinge wie Telemedizin gerade auch vorangetrieben werden. Ja. Wie neu ist das auch für Sie? Wie sicher ist sowas? Haben wir eine Frage bekommen. Muss ich mir da Sorgen machen, dass ich da ein Stück weit abgehört werde oder spreche ich da wirklich nur mit dem behandelnden Arzt, der mir auch virtuell gegenüber sitzt?
Ja, das schon. Also die Systeme, also es gibt, man muss unterschiedliche Systeme da unterscheiden. Wir an der Unimedizin haben eben bestimmte Systeme und auch bei der Landespsychotherapeutenkammer, die haben dann schon Systeme, die da auch eine Sicherheit bieten und eine Sicherheit, ja, dass sie da nicht irgendwie abgehört oder gehackt werden können. Ja, grundsätzlich ist so, dass diese also bisher ja die Krankenkassen da zurückhaltend waren und gesagt haben, also wir können nur einen bestimmten Teil, darf man telefonisch oder mit Video als Krankenkassenleistung anbieten. Und das wurde ja jetzt aufgelockert, ja, dass man jetzt das Ganze machen kann. Und das war ein sehr wichtiger Schritt, ja, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, eben den kontinuierlichen Kontakt auch mit den Patienten zu haben, gleichzeitig aber auch die Leistungen gegenüber den Kassen geltend zu machen. Und das hilft natürlich sehr viel in der Krise, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wenn wir jetzt unsere Leistungen nur noch auf Akutpatienten konzentrieren. Ja, bei mir in der Klinik zum Beispiel, wir haben 125 Betten, da haben wir jetzt zum Beispiel nur 80 belegt mit Akutpatienten, die wirklich, wo es gar nicht anders geht, als dass sie stationär sind. Ja. Und da gibt es natürlich viele, die wir jetzt dann heimschicken, die eigentlich müssten, aber die nicht so akut sind, dass man sie unbedingt da behalten muss. Das ist immer eine schwierige Entscheidung. Aber die muss man natürlich dann auch schauen, dass die jetzt dann auch versorgt werden. Und da hilft natürlich diese neue Möglichkeit sehr. Über Sicherheit gut, ja. Also ich glaube, man muss es abwägen jetzt. Ja, dass wir haben die Möglichkeiten jetzt. Hundertprozentige Sicherheit gibt es da wahrscheinlich nicht. Aber die Sicherheit ist so groß, dass man es gut vertreten kann, es zu machen. Haben Sie die Sorge, dass Sie und Ihre Kollegen nach der Krise mehr zu tun bekommen als aktuell, dass Burnout, Depressionen etc. zunehmen? Ja, die psychischen Belastungen in solchen Situationen, das zeigen auch verschiedene Studien. Es gibt da jetzt schon die ersten aus China, die in der Bevölkerung dann die Belastungen evaluiert, also gemessen und befragt haben. Und da sieht man schon natürlich, dass so Angstsymptome, depressive Symptome dann auch gehäuft vorkommen. Und wenn das dann länger anhält, kann das natürlich auch mal eine psychische Erkrankung induzieren. Das ist natürlich eine Welle, die dann später kommt. Also die Welle wird dann später schwappen und dann muss man halt sehen. Das hoffe ich zumindest auch, dass wir jetzt, ich fange schon an, in der Klinik darüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Therapie danach? Ja? Müssen wir eigentlich nicht noch mehr für Prävention eigentlich tun, um die Leute gut vorzubereiten auf Stresssituationen, um zu verhindern, dass sie eben krank werden, müssen wir da, so wie in unserem Resilienzzentrum, eben nicht noch viel mehr machen, als immer nur dann zu therapieren, wenn es halt sozusagen schon sehr weit fortgeschritten ist. Aber ich denke, wir werden eine gewisse Bugwelle haben, ja. Wir haben noch eine sehr konkrete Frage bekommen von einer Zuschauerin, die fragt, was sollen Patienten, die sich gerade in einer Chemotherapie befinden, die dazu noch alleine leben, im Moment machen, also sowieso schon in einer psychisch schwierigen Situation? Ja, das sind echte Herausforderungen. Also da kann man natürlich nur sagen, dass das wirklich einem sehr viel abverlangt. Ja. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass Menschen dazu in der Lage sind. Ja. Und wenn man das, was ich jetzt vielleicht vorher gesagt habe, versucht ein bisschen so für sich umzusetzen, aber auch in der Situation viel über Telefon und andere Medien dann Kontakte auch mit anderen hat und hier die Nähe herstellt, dann hoffe ich und wünsche ich jetzt auch der Zuhörerin, dass sie diese Situation auch gut überstehen kann. Ja, wir müssen natürlich in den Kliniken schauen wir auch, dass die Patienten dann auch behandelt werden und die Chemotherapien fortgesetzt werden. Das muss auf jeden Fall sichergestellt werden. Und da ist aber das Gesundheitssystem auch entsprechend aufgestellt. Noch eine andere explizite Frage von einer Mutter. Sie sagt, sie hat einen psychisch kranken Sohn, der sich nicht an die Vorgaben hält, die im Moment erlassen worden sind, sprich Kontaktverbot, Ausgangssperre. Was redet man denn so einem Menschen? Ja, das ist ein Problem, das wir auch in den Kliniken zum Teil haben. Deswegen haben wir auch in unserer Klinik zum Beispiel eine ganze Station jetzt freigemacht. Wir haben in meiner Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie jetzt noch keinen Covid-Patienten, aber die Möglichkeit besteht, den dann auch oder die Person dann auch auf der Station zu behandeln und dann auch also die Weitergabe von dem Virus dann auch zu verhindern. In den Familien ist schwierig, ja. Man muss dann, glaube ich, wirklich dann eben versuchen, dann auch wirklich zu Hause zu bleiben, was ich mir gut vorstellen kann, dass das eine Riesenbelastung ist, ja. Aber es gibt es gibt jetzt auch keine Möglichkeit, jetzt irgendwie das so einzuschränken. Und ich glaube, mit diesen Restunsicherheiten müssen wir, glaube ich, auch, die muss man dann, glaube ich, auch in Kauf nehmen, ja. Weil wir können ja jetzt nicht alle Leute einsperren, die jetzt sich nicht an die Regeln halten, ja. Dafür sind wir zu Recht und zum Glück
in einem Staat, wo die Freiheitsrechte des Einzelnen auch hoch sozusagen geachtet werden. Ja. Und es muss immer eine Balance sein. Aber ich verstehe, ich habe da völliges Verständnis, dass es nicht einfach ist. Mhm. Herr Matzmann, Sie ruhig erst. Vielleicht im Anschluss, weil Sie das Beispiel mit dem Sohn schon genannt haben, wenn wir bei jugendlichen Kindern bleiben, ist ja auch derzeit ein Riesenthema. Schule ist zu, Kinder, Jugendliche sind zu Hause. All das, was Sie genannt haben, Widerstandsfähigkeit aufbauen, sich schöne Dinge vornehmen. Wie gelingt das mit Kindern? Wie kann man Kinder, die muss man ja sagen, die muss man hinleiten, anleiten. Ja, also das Pädagogische Landesinstitut hat zusammen mit unserem Leibniz-Institut für Resilienzforschung Empfehlungen erarbeitet, die wie eben nicht nur das Homeschooling, sondern auch da den Umgang mit den Kindern gut gelingen kann. Das ist sehr gut angekommen, das ist auch bei uns auf der Homepage abrufbar. Das ist immer eine Herausforderung, ja. Also kursieren dann so Videos im Netz, wo die Mutter mit Kopfhörer am Schreibtisch sitzt und das Kind gefesselt daneben liegt. Ja. Also das ist natürlich keine Lösung. Ja. Man muss individuell einfach schauen. Und ich glaube aber auch, und das muss man auch sehen, also über weite Strecken gelingt das auch. Ja. Also dass dann doch auch da eine Kreativität entsteht. Manche Lehrerinnen und Lehrer sagen dann auch, die sind irgendwie noch motivierter und lernen noch besser. Ja, das gibt es also genauso wie vielleicht einer, der Schwierigkeiten hat. Also ich würde es gar nicht insgesamt so negativ sehen. Nächste Woche ist Ostern. Familienfest, klassische Gelegenheit, bei der Enkelkinder mit ihren Großeltern Ostereier suchen. Das wird in diesem Jahr vermutlich ausfallen. Ja. Irgendwelche Tipps, Ostereiersuche per Skype? Oder? Das weiß ich nicht, da bin ich jetzt auch nicht so der Experte. Aber ich glaube, dass der Kreativität hier keine Grenzen gesetzt ist, wie man ein virtuelles Osterfest auch gestalten kann. Aber was ich, glaube ich, auch für die Langfristigkeit brauche, ist, und auch für sich selber, es ist, glaube ich, wichtig, auch sich selber immer so Etappen zu setzen. Mhm. Also dass man nicht, also ich kriege dann E-Mails und sage, ja, das dauert jetzt noch bis nächstes Jahr und alles. Also da kommen tausend unterschiedliche Meinungen und ich glaube, dass was auch definitiv nicht so ist, ja, sondern wir werden jetzt halt bestimmte Zeiten der Kontaktsperre haben und es ist wichtig, sich solche Etappen auch vorzunehmen, okay, zu sagen, jetzt gestalten wir mal die nächsten 2 Wochen. Und da machen wir das jetzt mal so. Und dann schauen wir nochmal, wie es ist. Und das macht ja auch die Politik und das finde ich auch richtig, ja, dass wir eben nicht jetzt irgendwie die Leute im Ungewissen sagen, sondern jetzt ist erstmal bis zum 20.04. Dann wird weitergesehen. Und parallel bereiten wir uns natürlich auf verschiedene Szenarien vor, ja, an der Universität natürlich auch. Wie geht es jetzt dann weiter mit dem Sommersemester? Ja. Da plötzlich fangen wir an, eben die ganzen Vorlesungen jetzt auch online vorzubereiten. Ja. Wir werden also am 20.04. dann die Vorlesung online haben, also da kann man sich vorbereiten. Aber wichtig ist es, in Schritten zu machen, weil sonst hat man das Gefühl, das ist so eine Riesengeschichte, die einen völlig erdrückt. Ja, es geht immer einfach in Schritten weiter und das werden wir dann auch bewältigen. Ja. Professor Lieb, dann sagen wir vielen Dank. Am Freitag voraussichtlich haben wir ein Gespräch mit Ihnen auch nochmal in unseren Zeitungen und auf unseren Portalen. Ja. Gibt es noch ein paar Hinweise, die wir ansonsten, können wir nochmal betonen, auch auf der Homepage vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung finden. Ja. Vielen Dank Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Der alte Wunsch mittlerweile schon, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss, Wiedersehen. Tschüss.